Hallo und herzlich willkommen. Ich erkläre hier kurz, was ein Photon ist, welche physikalischen Eigenschaften es hat und ich zeige ein Berechnungsbeispiel. Du solltest mit der Erklärung des Fotoeffekts vertraut sein, die physikalischen Konzepte von Arbeit und Energie kennen, wissen, was ein harmonischer Oszillator ist und das Wellenmodell des Lichtes kennen. Außerdem solltest du das Konzept der relativistischen Energie gemäß der speziellen Relativitätstheorie kennen. Max Planck hatte 1900 eine einheitliche Beschreibung der Abhängigkeit der Energiedichte von der Frequenz für Wärmestrahlung gefunden, indem er annahm, die Wärme werde von schwingenden Teilchen abgestrahlt, aber diese Schwingungen sollten nur bestimmte stufenartig verschiedene Intensitäten annehmen können, nicht jede beliebige. Sie kennzeichneten also, physikalisch exakt gesprochen, harmonische Oszillatoren mit diskreten Energiestufen. Planck nannte sie quantisiert. Er bestimmte eine Formel, in der die Energie der schwingenden Teilchen direkt proportional der Schwingungs. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.